Heiliges Känguru! Du bist kein Australier. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über Normal Null und stehen auf einem verdammten Lampenmast. Spring einfach runter. Es ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee-Jumping ohne Seil. Oben bleiben geht nicht, runterkommen auch nicht. Mann, wie ich es hasse, wenn das passiert. Ich schwöre. Iva, was zum... Weichei. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht? Für Schiffe meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist, mit GPS und all diesem Kram. Hör mal, River. Dieser Ort bedeutet mir auch sehr viel und ich habe nachgedacht. Im Moment läuft doch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen, ein paar Jahre lang, dann könnten wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns einschränken müssen. Wir könnten sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir wären immer in ihrer Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wäre nie mehr allein, John. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja, das werden wir. Ich gönne es ihnen. Das meinst du nicht ernst? Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man einen Zug beim Entgleisen zusehen. Das Ende ist nicht wichtiger als irgendeiner der Momente, die zu ihm führen. Was zählt, ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Lass uns gehen. Moment mal. Sie haben den Leuchtturm Anja genannt, oder nicht? Ich glaube schon. Dann hat diese River auf medizinische Versorgung verzichtet wegen eines Leuchtturms? Ist das nicht ein bisschen zu krass? Also, ich habe in diesem Beruf schon Merkwürdigeres erlebt. Ja, ich auch, aber ich gewöhne mich einfach nicht dran. Es kann dir ohnehin egal sein. Sie ist nicht unsere Patientin. Notiz Anja erhalten. Die Notiz gucken wir uns auch nochmal an. Anja. Beschreibung der verlassenen Leuchtturm an der Klippe. Weiter gucken. Na, nun geht schon. Ist nicht so ganz einfach mit dem Klicke hier.
Ach, ich finde die Musik total klasse. Ich weiß nicht, finde ich super. So, wo muss ich denn? Muss weiterhin. Sicherlich da, wo das Haus mal später stehen soll. Oh, jetzt muss ich das Memento finden. Was könnte denn das Memento sein? Ah, der Hase. Und da haben wir's. Memento vorbereiten. Anja, also der Leuchtturm. Ah, fast die Idealzahl geschafft. So, Memo aktivieren und weiter geht's zurück. River? So, das ist das Schlafzimmer und das Büro von den beiden. Oder zumindest von John. Schlafzimmer wohl von beiden. Ist ja immerhin ein Doppelbett, ne? Okay, gehen wir ihm mal hinterher. Ja, es ist wirklich um einiges kleiner als nach dem Bau. Vor dem Bau. Nach dem. Kleiner als nach dem Bau, ja. Wie zur Hölle haben Sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die TARDIS. Nicht wirklich. Da wäre es nicht mal durch die Tür gekommen. Stimmt. Damit steht fest, Pianos zu bewegen ist für jeden ein Albtraum. Es würde wahrscheinlich eine komplette Episode lang dauern, es dorthin zu bekommen. Die würde ich mir sogar anschauen. Dito, wäre sicher episch. Oh, ist das hier? Neue Kartons mit Blankopapier. Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Tatsache? Also ich noch nicht so. Du bist so früh aus dem Haus gegangen, um zum Friseur zu gehen? Was machst du da? Hasen. Hast du den Hasen gesehen, den ich für dich dagelassen habe? Ja. Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Beschreib ihn. Er war gelb. Und weiter? Ein bisschen pummelig. Und? Naja, es ist eben ein Papierhase. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch über ihn sagen soll.
benimmst dich merkwürdig, River. Ist etwas nicht in Ordnung? River? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Art umgekehrtes Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was mit ihr los ist, aber selbst dafür ist es ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist? Glaubst du das? Vielleicht. Wer weiß. Aber wie du schon sagtest, sie ist nicht unsere Patientin. Sie ist nicht unsere Patientin. Lass uns Dinge zu Ende bringen, für die wir auch bezahlt werden. Viele lange orangefarbene Haarsträhnen. Ach herrje. Hat die Krebs oder was? Das ist jetzt der Tag, an dem sie damit anfing, oder? Ja, wie gehen wir denn da am besten vor? So. 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 Ich halte während des Spiels eigentlich auch nur meine Schnauze, weil die Musik einfach total cool ist. Die muss man einfach so genießen. Da würde Gequatsche mich persönlich stören.